Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vanilla Minecraft. Bei mir heute mit Special Guest. Wird das überhaupt so geschrieben? Keine Ahnung. Da hüpft sie. Gifty! Hallöchen. Gib mir 5. Scheiße, ich treffe dich nicht. So, tatkräftige Unterstützung für Papa-Projekte, die kann ich auch ein bisschen ansiedeln. Wenn du Glas haben willst, das ist hinten in der Kiste drin. Der da in der Lore. Richtig. Ich hol's. So, bisschen baukräftig Unterstützung. Oder habe ja gerade auch zu ihr gesagt, dass ich irgendwo anders noch ansiedeln kann. Ist ja alles kein Problem. Ist ja gewollt. Alles kein Thema. Also jetzt hier die Glasstrecke hier einfach so lang. No? Was hast du eigentlich für einen Bumsen im Hintergrund? Ich verstehe das nicht. Was für Bumsen? Ja, es würde irgendwo Musik mit voller Kanüle laufen. La 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 la. Das war der Fernseher. Ach so. Über der Anlage. Die hat 1200 Watt. Wow. Das war, die habe ich mir damals in der Lehre als allererstes geleistet. Wenn man sich nicht leisten kann, aber erstmal eine Anlage kaufen. Ja. War bei mir beim PC auch so. Noch kein PC haben, aber erstmal Soundsystem holen. So muss es doch sein. Mein gutes, schönes, altes Logitech 5.1 Ouch Soundsystem. Sah jetzt auch gut aus. So. Dann machen wir die Seite weiter. Ouch. Ah. Aber Glas alle. So, dann hier runter. Ach, die Bauarbeiten, die manchmal nerven sie schon ein bisschen. Ja, nicht? Ja. Aber es muss ja getan werden. Richtig. Ohne Fleiß kein Preis und ohne Fleiß haben wir auch keine Zugstrecke. Richtig. Jetzt. Ne, ich hätte am liebsten eine Spitzhacke verzaubert mit. Oh Gott, wie ist denn das? Da kriegst du nämlich selbst Glasblöcke wieder. Ich weiß jetzt verschreckt bloß nicht, wie die verzaubern kannst. Ja, weil man, ich habe schon gemerkt, in der Hinsicht, wenn man draufhaut, gehen die ja kaputt. Ja, ne? Weil ist normal, wenn du jetzt gegen ein richtiges Glas haust, geht's auch kaputt. Ja, das stimmt. Hüpf. Jo, also noch eins weiter runter. So hoch, Alter. Wie hoch, wie viel Reihen sind, brauchst du dafür? Ich bin gerade am gucken. Meiner Meinung nach sieht das jetzt so hoch aus. Aber läuft die Nase, beziehungsweise die gejuckt irgendwie. Also ich würde sagen, ich mache jetzt jeweils links und rechts 3 Reihen. Also so wie ich es jetzt schon habe. So dass du dann hier wegen Übergreifen dann erstmal besser drüber kannst. Ich guck da mal oben nach, wie viel Reihen nach oben eigentlich sind. Und die Lore hier stört gerade ein bisschen. Tschüss, Lore. Und da kommen sie wieder zurück. 6 Reihen. Also 5. Also 5 Reihen, wenn du den untersten Block nicht mitzählst. Ich habe hier gerade Diskrepanzen mit einem Baum. Ach, den dort. Beseitigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, stimmt. Ach nee. Es wird echt schon wieder dunkel. Ja. So, nein, das war 1, 2 oben. Verdammt. Wird aber schnell dunkel. 7 Minuten Tag und 10 Minuten Nacht. Oder so, oder 10 Minuten Tag und 7 Minuten Nacht. Irgend so eine Scheißrechnung war das. Und du hast natürlich kein Bett. Nein, hab ich nicht. Ah, da bräuchte ich Wolle und Holz. Hast du das im Lager? Holz habe ich im Lager, aber keine Wolle.
Irgendwo hat hier Schafe in der Nähe gesehen. Ich muss mal kurz hier rüber. Geh mal kurz auf Schafjagd. Laufen hier Zombies rum? Oh yeah, ich und mein Talent. Alles haben wir in der Nähe, außer keine Schafe. Toll. Ja. Verdammt. Ich glaube, das ist trotzdem jetzt zu weit hoch. Egal. Wir können es ja mal ganz kurz so machen. Du schläfst. Mach Ja, klick, weil klick. weil das Schweinedunkel auf einmal wird, ey. So, ich liege im Bett. Okay. Als wäre nie was Morgen. geschehen. Als wäre nie was geschehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Einmal darfst du raten. Du hast den Sofa Nein! gejoint. Guck mal bitte, wo ich stehe. Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Da hinten irgendwo. Ich gehe schwimmen. Nein. Ah, la, la, la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na, stimmt doch. Hier unten ist aber schon eine Reihe. Naja. 3, 4, 5, 6. Du hast 7 Reihen. Nö. Doch, hier unten im Wasser ist schon eine Ja, die hab, die sichtbar. hab, die hab ich, die hab ich aber nicht mitgerechnet Ach jetzt. so. Geh zurück. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Irgendwie klang das gerade wie vom Weißer. Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Ach, haben wir es geschafft? Naja. Ich weiß, wo es Schafe Jetzt. gibt. Komm mal mit. Ich hab was für dich. Guck mal. Setzling. Möchtest du kein Setzling? Negativ. Och Mann, Spielverderber. So, die Schere, die ich dir gegeben habe, die hast du ja noch, ne? Aber schon in der Hand hab. Schnipp, schnapp. Haare ab. Oh, da unten ist Eisen. Ja. Den Schaf. Ne, nicht da unten. Die sind auch hier hinten. Denke ich zumindest, dass die hinten sind. Alle, heps, heps. Ne, Pferde. Pferde, Schweine. Essen. Essen. So. Auch so einen schönen Schimmel wäre auch geil zu haben, hä? Ich weiß aber, glaube ich, habe gerade so eine Vorahnung, wo welche sind. Und gleich wieder. Ich verlaufe mich schon hier. Ich habe die Koordinate auf dem Zettel stehen, da ist es egal. Ich habe Schafe gefunden. Geht doch. Jetzt. Ich habe was anderes gefunden. Hast du Kommst gefunden? du mit? Ja, kommst Warum? du mit? Was machst denn du jetzt gerade? Verdammt. Ich brauche meine Eisenrüstung, mein Eisensattelzaumzeugs da. Ach, happy, happy, fertig. Jetzt haben wir mal eine Taming-Folge gemacht. Na, Ja, ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Zuerst bauen, dann tamen, jetzt reiten. Ja. es klingt Ja. komisch. Maximal verwirrend. So, da ich ja da oben noch eine Lorelei hab. Lorelei, Lorelei, Lorelei. Deine Lore.
Ach so. Ich will mein Pferd nicht verlieren. Ach so. Könnte man jetzt eigentlich in Vanilla-Minecraft auch ein stinknormalen Strick bauen? Ich will jetzt nicht wissen, dass ich mich erhängen will, aber wegen Gaul irgendwo festbinden. Du hast eigentlich bloß die Spinnfäden. Da war eine Schlucht. So, wo ist jetzt mein... Da ist es. So. Ach, ich brauche noch Holz. Okay, ich weiß, wie man den macht. Gibt's doch. Hä? Gibt's. Echt? Gerade mal schnell nachgeguckt im Handy, während ich in der Lore sitze. Das ist Sorry, gut. sorry Leute, dass ich eben halt wirklich nachgucken musste, aber ich habe echt nie gewusst, dass es wirklich so seiltechnisch gibt. Aber jetzt haben wir es herausgefunden. Jetzt sind wir wieder ein Stück schlauer. Es gibt ein Problem, ich habe nicht genug String da und die Köder draußen gehen mir gerade tierisch auf den Geist. Welche Köder? Na, ich habe das Küchenfenster offen. Ach so. Weil wegen der Luftzufuhr. Damit du das Ganze heute noch überlebst, den Tag. Nee, ich muss sagen, es ist eigentlich angenehm kühl. Nicht so warm wie gestern. Weil auf immer stiegen ja die Temperaturen ins Unermessliche, das ging ja gar nicht. So, das heißt jetzt wieder zurückfahren und mein Pferd besatteln. Dann können wir Jo, dann. reiten. Da. Ich laufe den Weg zurück. Na wieso, du hast doch... Ach nee, die habe ich einstecken. Steht hier vorne die Lore. Nee, das ist eine Kistenlore. Ja, aber die andere Lore. Die habe ich im Inventar. Das liegt so gut. Nein, ich meine aber erstmal zurückzulaufen zu der Kistenlore. LOL! Soll ich die mal holen? Ey, die sind nur drüber gehüpft. Aber beide. Hier rollen sie nicht mehr weiter. Ja, weil dort keine Schienen sind, aber die sind. Ah, das habe ich, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also jetzt ohne Mod oder so. Dass die springt, das weiß ich, aber das. Ey, das ist immer geil. Bist du jetzt schon wieder hin? Na, mein Pferd besatteln. Ach, das ist ja immer noch dort hinten, oder wie? Habe ich ja damals mal in der Kiste gefunden, das Zaumzeug. Oh, hier muss eine Fackel rein. Hier muss eine Fackel rein. Ich habe keine Fackel einstecken. Hier muss eine Fackel rein. Ich baue mal schnell eine Fackel, weil hier muss eine Fackel rein. Er hat einen Schaden. Oh, Kacke. Was denn? Hab mich verbaut. Oh. Das wird mein Glasspender aber nie freuen. Mann! Andere Idee, andere Idee. Ganz andere Idee. Ganz böse Idee. Hüpf. Hallo, wie reitet man jetzt so? Salopp. Nee, eigentlich. Oder hängst du irgendwo fest? Hä, könnte man dem Pferd irgendwie reiten? Theoretisch, auf dem Schwein kannst du es doch auch. Du bist doch mein Pferd, oder? Ja. Ich bin gerade verwirrt.
Gibt's das Papa auf dem Arsch? Nee, das reitet dort, wo es hinreiten soll. Muss ich mir dann noch. Ey. Warte mal, ich kann ich mir. Oh, wir sind so zusammen am Ende der Folge. Dann wünsche ich, ich hoffe, ich hattet. 1, 2, 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken gehabt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja Feedback geben. Würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Dann tschüss. Tschüss.